Zweite Anfrage, Herr Abgeordneter Magister Greuß, bitte. Herr Minister, die Bundesregierung hat am 23. Juni 2015 im Zuge des Reformdialogs Verwaltungsvereinfachung eine Reihe von Maßnahmen zum Bürokratieabbau sowie zur Verbesserung der Effizienz und Bürgernähe in der Verwaltung beschlossen, welche möglichst bald in den Sammelgesetz umgesetzt werden sollen. Ein Bereich davon ist auch die weitgehende Abschaffung des Kumulationsprinzips im Verwaltungsstrafrecht, da diese oftmalig zu nicht rechtfertigen Strafhöhen führen. Dazu liegen Entwürfe von Gutachten und von namhaften Experten vor. Wann werden Sie im Parlament einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen, mit dem unter anderem die nicht rechtfertigen Belastungen durch das Kumulationsprinzip im Verwaltungsstrafrecht in Anlehnung auf die gerichtliche Strafrecht zukünftig verhindert werden sollten? Herr Bundesminister. Also wann ich genau den Entwurf vorlege, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Wir haben in der Koalition vereinbart, dass es zusätzlich zu diesem von Ihnen erwähnten Reformdialog Verwaltungsvereinfachung, dass wir zusätzlich eine interministerielle Arbeitsgruppe einsetzen, die sich speziell nur mit dem Thema Novellierung des Verwaltungsstrafrechts, auch Stichwort Kumulationsprinzip, befasst. Wir haben Anfang dieses Monats die hauptbetroffenen Ressorts gebeten, jeweils Experten, Expertinnen namhaft zu machen. Also geht es ums Bundeskanzleramt, um Wirtschaftsministerium, um das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Konsumentenschutz, um das BMFIT, um das BMF, weil es auch um die Frage der Einnahmen logischerweise geht, um das BMI, und BMLFUW, also Landwirtschaftsressort, und auch um das BMJ. Wir werden dann auch noch die Länder mit einbeziehen müssen, weil es ja auch, also weil ja zum Teil Verwaltungsstrafen in die Länderkassen fließen. Und wir werden dazu auch die Sozialpartner, also jedenfalls die Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer, einladen. Es geht ja beim Thema Verwaltungsstrafen oder bei der Diskussion, über die wir jetzt reden, auch um die Frage einerseits natürlich der Kumulation, andererseits auch, welchen Zweck haben diese Strafen, über die wir reden. Es ist ein Unterschied, ob es um, weiß ich nicht, Verbot des Handytelefonierens geht oder ob es um Maßnahmen geht, die zum Beispiel Lohn- und Sozialdumping einschränken sollen. Also die Arbeitsgruppe wird, sobald die Experten nominiert sind, ihre Arbeit beginnen. Und sobald man Konsens hat hinsichtlich eines Gesetzesentwurfs, werden wir diesen vorlegen. Zusatzfrage, bitte. Also Zeithorizont noch nicht ganz absehbar im Endeffekt. Meine Zusatzfrage, das Prinzip beraten statt strafen ist ja, glaube ich, auch ein allgemeines Grundprinzip, das sich die Regierung verschrieben hat. Werden auch solche Aspekte, dass man zuerst die Verhältnismäßigkeit zwischen Verstößen und Strafe berücksichtigt, dass man der Behörde einen Ermessensspielraum gibt, wo zuerst die Beratung im Vordergrund steht und dann erst zur Strafen kommt, soll das auch ein Schwerpunkt sein in Ihrer Überlegung in dieser Gruppe, die dementsprechend hier sich zusammensetzt? Herr Bundesminister. Also die Frage bei strafrechtlichen Bestimmungen, egal ob das jetzt gerichtlich strafrechtliche oder verwaltungsstrafrechtliche Bestimmungen sind, ist ja immer das Lenken in ein bestimmtes gesellschaftlich gewünschtes Verhalten. Der zweite Grundsatz ist eigentlich, dass wir immer das gelindeste Mittel anzuwenden haben. Also wir beginnen ja auch nicht mit Haftstrafen, sondern wir beginnen zum Teil mit Diversion, zum Teil mit Belehrung, mit Ermahnung und zum Teil dann in der Folge mit Geldstrafen. Ob wir hier speziell jetzt das Prinzip zusätzlich verankern müssen, beraten statt strafen, oder ob die jetzigen verwaltungsstrafrechtlichen Regelungen ausreichen, das wird auch diese Arbeitsgruppe diskutieren. Also ich kann Ihnen jetzt abschließend und würde es auch nicht fair finden, den Teilnehmern der Arbeitsgruppe gegenüber, wenn ich Ihnen jetzt schon abschließend ein Ergebnis sagen würde. Danke Ihnen.